Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf der Eingard im Rest 22 zusammen mit mir, einen wunderschönen. So, der Kompakt ist in den letzten Folgen zum ganzen Schluss, habt ihr wahrscheinlich einmal mitgekriegt, ist auf jeden Fall nochmal voll geworden. Deswegen tanken wir den jetzt einmal schnell ab, beziehungsweise den leeren und Steine Sammler. Haben wir jetzt gleich mal schon früher, ist ja nicht weit. Dann schauen wir mal, ob da der Ding man aufkippen kann oder ob wir es mit der Schaufel machen müssen. Aber ich schaue es mir eher, dass wir mit der Schaufel auf müssen. Also wird er wahrscheinlich eben aufnehmen im Kino. Schätze ich jetzt einmal so. Wobei es könnte sogar gehen. Im Moment mal noch. Mal schauen, vielleicht geht es nicht so gut. Praktisch war es natürlich auf jeden Fall, aber da sind wir ziemlich wesentlich schneller. So. Aber von der Höhe her könnte es sogar gehen. Okay, das, wie es ausschaut. Aber ja, das geht perfekt, wunderbar. Aber da kann ich nämlich gleich weiter machen. Und dann müssen wir wieder hier zu. Und dann mal schon nochmal wegkommen. Nicht. Genau, wir wollen die Förderbänder holen. Wir wollen das Ganze mal austesten, wie das denn lübt. Können wir, ne, jetzt haben wir, können wir sie glaube ich nicht. Dann nehmen wir jeden einzelnen von. Perfekt, wir werden da gleich wieder machen, wunderbar. Das ist gut. Denkt da schon mit. Das Große muss normalerweise auch an der Akaschine noch gehen. Sollte zumindest auf jeden Fall. Dann holen wir dann die anderen. Oder das ist der andere.
Genau, unsere Presse haben wir ja gekauft, die wir ganz vergessen. Sieht schon, die wir schon gar nicht mehr drauf denkt. Aber für 30.000 der Grundbauimpress mit Hügelkombi, also den machen wir einfach zu schnell. Das geht nicht anders. Ja, mal schauen, wie weit wir hinkommen mit Silage. Wir müssen natürlich das ganze Zeug erstmal aufbauen. Aber das wird ja normalerweise zu lange dauern. Und wir holen jetzt das letzte Förderband. Und dann sind wir mit dem Schäfer auch dabei. Das heißt quasi, ich mache parallel einen Lode auf der anderen Seite auf. Quasi jetzt, wo der 2000er steht. Den werde ich mit dem Schäfer aufladen. Und auf der Rückseite vom Silo wird dann wahrscheinlich schätzungsweise der DX mit dem Reis stehen. Und da wäre jetzt Förderband dann so sehr. Denke ich mal, so werde ich es machen. Weil dahinter habe ich am wenigsten Platz zum Ranchieren und deswegen ist es hinten glaube ich ganz gut, wenn das auch da so steht. Mal schauen, wie das hier mit dem läuft. Schauen wir mal, ob ich das in Aggregieren noch machen kann oder ob es schwierig wird. Aber wenn ich es hoch mache, könnte es sogar gehen. Ich glaube ja nicht, dass das noch ein Problem kriegen wird. Ja, Aggregieren. Passt. Ja, wie gesagt, up. Da steht unsere neue Presto. Oder neue, alte Presto, besser gesagt. Ja, benutzte. Eigentlich ist es ja noch eine neue. Und von der Optik her schaut es einmal aus, wenn es ein Vorführer wäre. Ich weiß nicht, wie viel Stunde hier Dampf hat, aber ich glaube schon wegen mehr hat es Dampf hat. Können wir mal schnell nachher schauen, was interessiert mich so schnell. Da. Also sind wir 20 Monat. Sind wir 20,4 Stunden, ja. Bin aber sonst schon drauf, aber das passt. So wunderbar, der dreht sich alles schön mit. Da kann man sich nicht beschweren. Mhm, danke, wir haben schon bald wieder hier. Aber ich würde es so wie zu nahe drum fahren. Da sind wir jetzt ein wenig länger, als wir mit einberechnen. Wahrscheinlich mal schnell durchkommen, wenn unser Zug kommt. Ah, leck, jetzt muss ich aber noch mal hängen bleiben. Natürlich nicht sofort erlaubt. Schutzzeichnet. Ne, das ist der Kerze noch. Also ich muss jetzt ganz schön schwerer mit dem. Ich glaube, sieht das Ganze nur von der Schnur auf. Das nehmen wir dahinter. Dann machen wir da oben nochmal auf. Ah, da fällt noch auf die Kreuzzeit, wenn sie. Ich wollte gerade sagen, wie steht denn der Chef überhaupt so? Gerade ich bin noch vorne mit dem Misch aufnehmen. Das haben wir zuletzt schon gemacht.
passt. Dann schnappen wir uns schön, dass es da vorne steht. So. Machen wir das schon hinter. Dann glaube ich nochmal einklappen. So, geht's auch besser. Da wäre noch so eine Schiebanimation geil. Weil das hat natürlich keinen Antrieb nicht. Das. Da müsste glaube ich sogar einen Antrieb haben. Oder hat. Nein, bin mir gar nicht sicher, ob das einen Antrieb hat. Ich glaube schon. Aber das kann ich auf jeden Fall nicht sichtbar schon. Ach, ich muss ja sowieso schon die alte Silage von Vector. Ob es eine Häckselgut-Silage ist, sondern Gold Häckselgut ist. Das müssen wir schnell Schäfer ranholen. Können wir gleich mal gucken, wie weit das Ding ist. Okay, der ist schon bald wieder früh. Vielleicht oder noch. Ja, schon das sieht was aus, der doof lockt. Dann machen wir das hier rum. Ja, es hat irgendwas gewinnen, was wir drüber gefallen ist, wie es ausschaut. Schaut wie stark er nach Hause auf jeden Fall. Ein hinterbloser Zeug. Ja. Ich gucke jetzt immer weiter nach, wo das Auto verflaggt ist. Dann haben wir hinten nochmal einen Haufen Vektor. Da hinten liegt am meisten mal rum. Okay, wieder weg. Oh nein. Dann halt nicht. Ja, nein. Dann gleich eine Donnermanöver, ob es dann geht. Ja, mein, da ist oder so. So, dann können wir auf jeden Fall schon mal hier hinfahren. Also, da war er noch an. Okay, jetzt heißt's. Wie wir das Ganze ein bisschen positionieren. Würde mal sagen, dann lieber was, oder? Ja. Das heißt, das hier dann. Kann man nochmal anschalten, so. Dann haben wir uns das hier.
Ja. Während tut es ja nichts, so wie das ausschaut. Ja, wobei kann es auch schräg hinstellen, theoretisch, oder? Müsste ja theoretisch auch gehen. Das Colli, okay. Aber so schaut es gar nicht mehr schlecht aus. Dann holen wir mal kurz und da wieder ran. Siebzehn Minuten schon mal nichts geschafft. Eigentlich. Ja, die Zeit, die verfliegt. Fahren auf jeden Fall rückwärts hin. Wenn wir vorwärts wegfahren können. Das sieht gut aus. Das läuft auf jeden Fall wunderbar. Dann, ja, mache ich auch schon mal einen Schlitter ready. Kann mir eigentlich einen Schlitter davon, ne? So blöd die Idee kennen wir. Wenn man schon da oben. Ah, wenn ich zurück. So. Passt. Oh ja, das taugt schon. Hängt zwar wegen dir, aber mir. Können wir den schon eben ran? Ja, da warten wir ein bisschen nach vorne. Ja, kommt natürlich drauf an, wie schnell es da jetzt viel wird. Aber ich schätze mal, wegen Brausche. Ja, okay, soviel zum Thema, da hat 70% erhalten. Ja, du, ne? Da geht's auf jeden Fall gut voran, würde ich mal sagen. Also Förderband war echt eine gute Idee. Wenn wir dann noch schnell durchstellen, können wir gleich Bild machen. Oh ja, so dein Stix ist wahrscheinlich schlecht, so kann man nicht sagen. Der taugt schon. Da sind wir voll. Ja, war ein Blick, wenn wir jetzt mit dem Brandner da gefahren waren, weil ja, okay, jeden zurückschieben können, aber das ist natürlich dann doch ein wenig schwerer. Oder geht es natürlich mit dem Tandem leichter, muss ich sagen. Aber da kann den eigentlich schon gleich mal der Hilfe runterfahren.
Aber im 23 Bits lauscht halt natürlich der Deutsche was zum Sieger, so ist es nicht. Ja genau, und die Beschränkung wollen wir glaube ich auch nochmal ausmachen. Wobei, da sind wir eher ein wenig überlohnt. Ja komm, wir haben ein wenig Stress überlohnt, was euch. Nicht Spaß. Haben wir es denn? Ach, das war noch an. Ach so. Ja, dann passt's ja. Dann ist ja alles gut. Ich dachte, das haben wir wegen der Kartoffel mal was ausgemacht. Oder anscheinend doch nicht. Ja gut, passt. So. Jo, zieh bitte dahin. Scharfständig, okay, das ist blöd. Schaffst du es vielleicht dann dahin? Da schafft es hin. Okay, gut. Dann fahr dahin. Ja, macht er. Der Kollege ist voll. Ja, dann werden wir dann in der nächsten Folge abtanken. Aber da fahren wir jetzt Landing nochmal schnell auf. Ein 1250, gell? Weil der Kollege während dessen schon wieder befüllen. Ja, ja, ja. Dann schauen wir den jetzt dann nochmal zurück. Die Musik passt ja gleich über dem Radio läuft. Und was gerade schon denkt, okay, so spielt das automatisch. Denn liebe Leute, wir sind mit der Folge auch fertig. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Geld auch runterlassen. Wenn natürlich sie nicht kostenlos abonnieren, Kommentar schreiben und dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard im LS22, wenn wir richtig fett am Silage weggefallen sind. Und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao ciao.